Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Adler TV. Wir wollen heute wieder Bilanz ziehen zur vergangenen Eishockey-Saison, die mit vielen Tiefen und Höhen bestückt war. Ja, und heute ist der Geschäftsführer des EC Grand Immer VSV zu Gast bei uns und er ist der jüngste Geschäftsführer, den es je bei den Blau-Weißen gegeben hat. Herzlich willkommen. Vielen Dank, danke für die Möglichkeit und die Einladung. Andreas Napokoi, mit 29 Jahren, ein ganz junger Geschäftsführer beim ECVSV. 2 Jahre hast du Zeit gehabt, dich einzuleben. Wie geht's dir bisher? Ja, es geht mir sehr gut. Es sind natürlich immer wieder spannende Phasen. In jeder Saison gibt es Ups und Downs. Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Team, das mich auch unterstützt und habe auch, glaube ich, das Vertrauen und auch die Unterstützung vom Vorstand. Und das macht das Arbeiten natürlich viel leichter. Aber ja, wie wir es schon öfter auch besprochen haben, ich glaube, wir befinden uns nach wie vor in diesem ominösen Rebuild. Das heißt, das Ganze wird sicher noch seine Zeit brauchen, bis wir da sind, wo wir hin wollten, als wir das angetreten sind. Aber diese Zeit geben wir uns und werden weiter hart arbeiten. Beginnen tut meistens immer alles mit einem Logo. Das ist schon noch so ziemlich das Einfachste, was man sich als Geschäftsführer vorstellen kann. Aber diese ganze Marketingoffensive, vor allem diese Online-Geschichten, die derzeit einfach notwendig sind, die waren sicherlich auch eine große Herausforderung für dich. Ja, es ist jeder Tag herausfordernd in dem Job, aber es war aus unserer Sicht einfach auch notwendig, wie ich es eingangs erwähnt habe, auch im Rahmen dieses Rebuilds und dieser Restrukturierung auch mit einem neuen Auftritt aufzuwarten. Und ich glaube, das haben wir gut hinkriegt. Und es ist natürlich ein laufender, dynamischer Prozess mit Neuheiten, die man entdeckt, die man teilweise sich natürlich auch abschaut. Und ich glaube, da müssen wir weitermachen und noch besser werden. Ein großer Qualitätsschub ist passiert, aber leider nicht mehr zum Einsatz gekommen. Das ist die neue Hallengastronomie, die ja jetzt der EC Grand Immer VSV selbst übernommen hat. Was darf man da erwarten? Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen auch für letzte, vergangene Saison schon ein konkretes und ganz gutes Konzept ausgearbeitet. Es war natürlich die Prämisse in der Halle, dass wir die Qualität steigern, dass wir auch die Wartezeiten verkürzen, was glaube ich, sehr wichtig ist bei einem Eishallenbesuch. Und ja, ich sage mal, der Fan darf sich hoffentlich in der kommenden Saison überraschen lassen. Vielleicht ein paar Worte zum Kommunikationsauftritt des EC Grand Immer VSV. Ich würde mal sagen, das war früher eher ja, sehr stiefmütterlich behandelt. Jetzt steht der VSV, was das Online-Angebot anbelangt, wirklich groß da. Ja, ich glaube, die Kommunikation ist überhaupt im Profisport was Wichtiges. Es gibt natürlich verschiedene Ebenen, auf denen man kommunizieren muss. Man muss mit den Fans natürlich in erster Linie kommunizieren. Wichtig natürlich auch mit den gesamten Partnern. Und genauso muss man auch intern kommunizieren. Auch das ist sicherlich ein Bereich, wo wir gelernt haben, sehr viel gelernt haben, auch noch lernen werden. Und ja, ich glaube, das Feedback ist sehr positiv, vor allem auch deswegen, weil wir, glaube ich, im Großen und Ganzen vor allem auch ehrlich und gerade heraus kommunizieren können, auch bei Kritik natürlich reagieren. Wir machen bei Gott noch nicht alles richtig, aber wir sind am Weg dahin. Man darf es ruhig sagen, die Medienanalyse hat ergeben, dass es eine enorme Steigerung beim EC Grand Immer VSV gegeben hat. 85% beträgt sie. Wie kannst du das erklären? Das kann natürlich, ich bin jetzt kein Medienexperte, um ehrlich zu sein, aber die Erklärung, die ich bekommen habe von den Experten, war vor allem auch, dass der ganze Online-Auftritt auch durch den Livestream das Ganze beeinflusst hat. Natürlich auch die Arbeit im Hintergrund und dass es Brot und Spiele natürlich auch für die Zuseher sehr wichtig ist, auch in schwierigen Zeiten. Ich glaube, das Amüsement und der Profisport und auch ein großer Teil war natürlich die Ankunft von Michi Raffel, der uns da unterstützt hat für ein paar Partien. Und dieses gesamte Konstrukt ergibt, glaube ich, diese Zahlen und ist doch aber auch eine Bestätigung, dass wir am richtigen Weg sind. Heuer waren die Fans ja angewiesen auf den Livestream, etwas ganz Neues auch für den Vorstand und die Geschäftsführung des EC Grand Immer VSV. Etwas, das aber in Villach ganz besonders gut funktioniert hat. Ja, also wirklich sehr überraschend auch. Wir waren der Club mit den meisten Zusehern in der gesamten Liga, was natürlich ein wunderschönes Signal ist, auch was für Fans wir haben. Hier gibt es auch schon verschiedene Gedanken, auch von der Liga den Livestream weiter anzubieten.
Da muss man abwarten, wie das genau sich entwickelt, ebenso auch mit Corona. Und ja, es war für uns ein sehr spannendes Projekt. Du weißt es, du hast mitgewirkt. Es war auf jeden Fall, glaube ich, ein riesengroßer Erfolg. Und da auch zu sehen, dass wir da die meisten Zuseher in der Liga haben, bestätigt natürlich auch, dass das Eishockey in Villach was Besonderes ist. Warum ist der VSV gerade bei Puls 24 so beliebt? Alle Spiele wurden übertragen? Ich glaube, das ist nicht nur der VSV, das ist einfach das Kärntner Derby, das für uns, ich erinnere mich zurück, als uns der KC gepickt hat, sind wir uns beinahe in den Armen gelegen, weil es einfach, glaube ich, eine riesengroße Möglichkeit ist, eine riesengroße Werbung fürs Kärntner Eishockey ist. Und wenn man abseits aller Zahlen trotzdem einfach gern gegen Klagenfurt Eishockey spielt. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. In den vergangenen Tagen konnte man im Internet lesen, die Bande der Villacher Stadthalle wurde verkauft. Mit ihr auch die Werbung, oder? Was passiert in der kommenden Saison? Das wäre schlecht, wenn die Werbung mitverkauft wird. Wir kriegen eine neue Bandenanlage. War ja schon länger im Raum, dass wir da ein neues System kriegen. Vor allem, ein bisschen moderneres und belastungsreduziertes System. Die Werbung für die Sponsoren wird es natürlich nach wie vor geben. Und glaube ich, ist auch der wichtige und richtige Schritt, hier die Infrastruktur zu erneuern. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall einmal schon auf diesen ersten Schritt, die Bande. Sportlich gesehen eine belastungsabsorbierende Bande. Gibt es Neuerungen im Eishockeysport? Neuerungen? Na, aber ich glaube einfach, dass die Gesundheit der Spieler für jeden an erster Stelle stehen muss. Und wir haben einige gröbere Verletzungen mit der alten Bande gesehen, weil sie einfach extrem hart ist. Und ich glaube, jeder Spieler, auch denen es jetzt kommuniziert hat, freut sich auf die neue Bande. Ja, Thema Fans. Den Fan ist natürlich aufgefallen, dass die Steher heuer in der Villacher Stadthalle zu Sitzplätzen umfunktioniert wurden. Bleibt das so oder ist das jetzt nur Corona-bedingt passiert? Nein, es ist zunächst einmal Corona-bedingt passiert. Hier müssen wir natürlich die Entwicklungen abwarten, wie es mit Corona aussieht. Unsere Pläne sind selbstverständlich, dass es wieder Stehplätze geben wird. Hier gibt es schon 2-3 verschiedene Szenarien. Wir sind da im Kontakt mit den Fanclubs und in Abstimmung mit den Fanclubs. Und wir werden natürlich schauen, dass es wieder Stehplätze gibt, eine Stehplatztribüne gibt. Wie das Ganze genau aussieht, beziehungsweise auch, ob es die Pandemie, ob es Corona zulässt, wird man dann sehen. In der letzten Ausgabe von Adler TV habe ich Andi Schwab gefragt, was ist denn so sein Wunsch für den ECVSV für die kommende Saison? Heute frage ich den Geschäftsführer. Mein Wunsch ist eigentlich seit 2 Jahren der gleiche. In dieser Situation mehr als je zuvor wünsche ich allen Gesundheit. Und mein Wunsch ist und bleibt immer der gleiche. Ich würde mir wünschen, dass statt Fans und der VSV wieder komplett zerschmelzen oder verschmelzen ineinander. Wir haben schon einige Schritte dahingehend gesehen. Ich wünsche mir, dass uns vertraut wird, dass wir das Ganze aus den richtigen Gründen machen und dass wieder die gesamte Stadt und alle Fans hinterm Club stehen. Ich werde auch den Geschäftsführer fragen, gibt es einen Wunschspieler, den der Andreas Napoko irgendwann gesehen hat und gesagt, der soll den Villach spielen? gibt es einige. Schauen wir so einige Spieler an. Es gibt einige Wunschspieler und ich werde auch hier die gleiche Antwort wie der Andi Schwab geben und werde da auf den Sportvorstand Gerald Rauchenwald verweisen. Vielleicht noch ein bisschen was zu den Fans. Es war unglaublich bei der Fahrt nach Klagenfurt auf Autobahnbrücken hier draußen bei der Ausfahrt vor der Villacher Stadthalle. Da sind die Fans gestanden, haben mit Fahnen geweht. Ich glaube, etwas, das auch für den VSV etwas ganz Besonderes war. Ja, absolut. Also das sind so Momente, wo man dann noch einmal mehr bestätigt ist, warum man das Ganze macht. Ich weiß es schon lange, dass es die beste Fanbase in der Liga ist und deswegen dahingehend auch mein Wunsch, diese Fanbase soll weiterhin wachsen und ich glaube, das wird auch kommen mit sportlichem Erfolg. Das ist natürlich immer ein wichtiger Faktor für jeden Fan und wir werden alles dafür tun, dass wir wieder dahin kommen, dass die Stadthalle voll ist. Es ist jetzt der letzte offizielle Auftritt des Geschäftsführers Andreas Napoko in dieser Eishockey-Saison und deshalb gehören natürlich auch dir die letzten Worte sozusagen heute in dieser Adler-TV-Ausgabe. Ja, wie erwähnt, ich wünsche allen Gesundheit, einen schönen Sommer, hoffentlich verlässt uns Corona bald und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen in der Halle. Wir werden über den Sommer hart arbeiten und wir werden einen guten VSV sehen.
Gut, dann sage ich Dankeschön dem Geschäftsführer Andreas Napokoi. Schön, dass du bei uns warst. Wir sagen Dankeschön an den Geschäftsführer und sehen uns wieder zur nächsten Ausgabe dann mit dem Vorstand Gerald Rauchenwald.